Falco, ziemlich lange Trainingseinheit heute. Wie war es? Wie ist insgesamt hier das Trainingslager von den Bedingungen her für dich? Von den Bedingungen her super. Schönes Hotel, schöne Anlage, gute Plätze. Und für mich persönlich ist es auch wieder schön, wieder diese Luft zu schnuppern mit der Mannschaft. Ja, musstest du dich da wieder ein bisschen dran gewöhnen oder ging das eigentlich direkt wieder? Ja klar, ich war jetzt länger raus gewesen, 3,5 Monate glaube ich. Und da musste ich konditionell viel arbeiten in der Weihnachtspause. Aber jetzt die ersten 3-4 Tage merkt man schon, dass es noch nicht ganz rund läuft. Aber es kommt alles mit der Zeit. Wie fühlst du dich? Bei wie viel Prozent? Schwer zu sagen. 70. Das heißt, machst du noch ein paar extra Einheiten mit Gruppe oder was ist da der alles, Plan? Alles, genau. Die sind dann zwischen den Einheiten oder wie macht ihr das? Je nachdem, wie der Fuß sich anfühlt. Also zum Beispiel gestern hatten wir auch Doppeltraining. Da habe ich vormittags die Einheit komplett mitgemacht, nachmittags nur halb. Dann war ich nochmal bei Kuchen. Und ja, wir gucken dann, wie wir die Belastung steuern. Glaubst du, es reicht für Düsseldorf? Werden wir sehen. In der Winterpause war auch ein bisschen Dartspielzeit. Da habe ich gesehen, dass alle drei Brüder da ein bisschen zugeguckt haben beim Finale. Wer ist denn der Beste an der Scheibe von euch? Ich muss sagen, Martin und ich, wir sind, das ist ein heißes Kopf-an-Kopf-Rennen. Danach kommt Benze. John Joe Kenny war ja auch dabei gewesen. Aber ja, ich denke mal, Martin und ich sind so auf einem Level. John Joe, hat der schon ein bisschen Vorerfahrung mitgebracht oder wie ist der? Nee, der ist tatsächlich in der ersten Runde schon rausgeflogen gegen Paul Neuendorf. Du bist jetzt 20 Euro ärmer, glaube ich, haben wir gerade festgestellt. Wie war noch so der Abschluss der Trainingseinheit? Jeremy Dudziak und ich hatten Welpenschutz, also bei uns hat es nicht gezählt. Ach. Deshalb zählen die 20 Euro nicht. Beim nächsten Mal vielleicht. Wir sind leider noch nicht ganz so weit. Ja. Kannst du das noch einmal erklären, wie das funktioniert hat? Ich habe das halb nur verstanden. Also mit quasi wann, wie zahlen. Die Form? Ja, genau. Naja, wir haben ja 3 Torhüter und man musste halt ein Tor aus den 3 Durchgängen schießen. Und wer keins gemacht hat, der musste 20 Euro zahlen. Ja, danke. Ich glaube, du bist ganz happy, jetzt wieder auf dem Platz zu stehen. Hast du ja schon gesagt, wie waren die Monate, wo du zugucken musstest? Wie sehr hast du vielleicht mitgelitten? Und wie ging es dir auch persönlich? War eine schwerere Verletzung? Hast du auch ein bisschen gezittert? Wann komme ich wieder rein? Wie lange dauert das jetzt noch? Wie hast du es erlebt? Ja, es war eine blöde Verletzung, ja. Ich wurde 2-mal operiert. Und bin auf jeden Fall froh, jetzt wieder dabei zu sein. Es macht auf jeden Fall auch Spaß. Aber wie gesagt, ich bin noch nicht ganz so weit. Ich brauche noch ein paar Einheiten, bis ich wieder bei 100% bin. Ja. Ist es jetzt auch so Safety first, dass du wirklich Schritt für Schritt erstmal gucken musst, nicht zu schnell zu viel belastest? Ja, es ist immer so nach so einer Verletzung. Der Kopf spielt dann auch eine wichtige Rolle. Man denkt sich immer im Kopf so, ja, kann ich noch nicht. Aber dann, es dauert einfach 1-2 Wochen, bis man dann wieder so komplett drin ist. Wie viel Geduld musstest du damit bringen die letzten Monate? Bist du ein Mensch, der dann auch sagen kann, okay, ich nehme jetzt die Zeit oder? Ja, viel Geduld natürlich. Ich will immer spielen. Aber bei so einer Verletzung muss man auch einfach klug sein. Man kann jetzt nicht nach, keine Ahnung, 2 Monaten da alles wieder auf den Platz wollen und alles machen. Aber muss man sich halt Zeit lassen und ansonsten kommen Muskelverletzungen oder andere Verletzungen. Und darauf habe ich keine Lust. Also so dein größtes Ziel ist natürlich wieder zu spielen. Jetzt gibt es ja auch taktisch vielleicht ein bisschen Anpassungen. Auch jetzt sehen wir hier vor Ort, dass sich da was entwickelt. Wo siehst du dich vielleicht perspektivisch in der Rückrunde? Willst du den Flügel weiter beackern? Bist du weiter im Zentrum? Vielleicht mit der Fünferkette hinter dir? Also wir spielen jetzt mit der Fünferkette. Da habe ich selten in meiner Karriere den Flügel gespielt, den Außenverteidiger. Meistens dann den Stürmer oder den Zehner. Und wo fühlst du dich am wohlsten? In dem System auf der 10. Und in einem anderen? Das ist mir echt egal. Ich bin flexibel. Rechts, links, 10. Hauptsache im Mittelfeld. Erhöht das jetzt auch den Druck, wenn jetzt Niederlechner rot gesperrt fehlt noch? Auch für dich ein bisschen? Weil du wärst ja eigentlich quasi die Idealbesetzung dann für seine Position. Ja, ich mache mir jetzt überhaupt gar keinen Druck. Ich möchte erstmal wieder bei 100% sein, komplett schmerzfrei sein und dann werde ich natürlich wieder angreifen. Wie ist jetzt die Überlegung? Ihr wollt natürlich taktisch flexibler sein. Ist klar, ihr startet jetzt mit Fünferkette in die Rückrunde rein oder ist das so die Überlegung jetzt auch vielleicht durch den Fabian Riese-Ausfall? Wo sind die Pläne? Was ist so gerade die Phase taktisch bei euch? Ja, wir üben halt jetzt erstmal diese Fünferkette, weil wir aktuell von den fitten Spielern her nur 1, 2, ich glaube mit Martin Winkler, der Richard ist eigentlich Stürmer, nicht allzu viele Flügelspieler gerade da haben. Aber ist kein Problem, weil wir haben ja genug gute Spieler auch für dieses System. Ein Ausfall ist natürlich auch Fabian Riese. Wie
groß ist da vielleicht auch der Schock für die Mannschaft, dass es jetzt länger dauern könnte, dass es nicht absehbar ist? Er ist ja schon ein Schlüsselspieler natürlich für euch. Ja klar, ist natürlich ein sehr, sehr guter Spieler. Aber es ist nie gut, wenn man von einem Spieler abhängt. Also wir haben sehr viele sehr gute Spieler und das müssen wir dann noch zeigen. Siehst du dich auch so ein bisschen in der Rolle vielleicht, da reinzurutschen in die Fußstapfen, die es jetzt gerade gibt, die offenen? Ja, möchte ich auf jeden Fall. Aber dazu, wie gesagt, muss ich erstmal bei 100% sein. Du bist im Sommer zurückgekommen, warst knapp 3 Jahre, 2,5 Jahre nicht bei Hertha. Wie hat sich der Verein in der Zwischenzeit verändert? Hast du irgendwas festgestellt? Jetzt ist alles sehr positiv. Ich habe die letzten 2-3 Jahre nur aus der Ferne betrachtet. Aber jetzt, ja, jeder ist sehr positiv. Alle haben Bock. Jeder, der hier ist, hat wirklich auch Lust, hier zu sein. Und hier entsteht auf jeden Fall was. Und wir haben natürlich viele Spiele vor uns. Und die wollen wir natürlich bestmöglich bestreiten. Hast du Ferne beobachtet und auch ein bisschen mitgelitten? Weil es waren ja dann doch nicht so viele positive Sachen, die da zu sehen waren. Ja, die waren nicht ganz so positiv. Aber Vergangenheit. Ja. Apropos Vergangenheit, du hast im Interview 2018 mal gesagt, dass es so ein Traum vielleicht auch ist, so eine Vision, dass ihr drei Brüder zusammen spielt für Hertha im Lieberstadion. Das ist ja jetzt in Erfüllung gegangen, in Düsseldorf, glaube ich, war der Moment. Was hast du dabei empfunden? Ja, war eine coole Situation gewesen. Leider habe ich mich ja dann sehr früh verletzt, Benze auch. Aber ich habe ja noch 2,5 Jahre Vertrag und dann gucken wir mal. Das heißt, die anderen beiden müssen an Bord bleiben damit. Ja, genau. Ein paar gemeinsame Spiele. Ich glaube, Benze hat nur noch ein halbes Jahr und Martin, weiß ich gar nicht, noch 1,5, 2. Ist ein bisschen Überzeugungsarbeit vom großen Bruder? Ja, sowieso. Ja. Zeigst dir ein paar Argumente auf, warum es bei Hertha weiter. Auf jeden Fall. Ja, die andere Möglichkeit ist ja, dass du sagst, Jungs, ich war im Ausland, ich war in Ungarn, da bin ich gereift, kann man glaube ich sagen. Ja. Würde es auch beschreiben wahrscheinlich so. Kann ja auch sein, dass du auch als Ratschlag gibst. Muss mal eine Veränderung her. Nee, aktuell läuft ja alles gut hier. Also aktuell sollte man hier glaube ich nicht weggehen. Dann vielleicht trotzdem noch kurz auf deine Zeit in Ungarn. Wie hast du dich entwickelt? Was hat das persönlich vielleicht auch mit dir gemacht, als Spieler, als Mensch? Ja, ich habe körperlich sehr zugelegt, bin in den Profifußball sozusagen richtig eingestiegen, auch als Stammkraft, habe viele Spiele gesammelt, auch europäisch. Und man wächst halt einfach als Spieler. Man braucht auf jeden Fall Einsätze, viele Einsätze. Sportlich ist die Ausgangslage für die Rückrunde nicht ganz so schlecht. Was meinst du, wie weit kannst du gehen, könnt ihr oben angreifen? Wir wollen auf jeden Fall so viele Spiele gewinnen wie möglich. Wir machen uns jetzt keinen Druck, dass wir unbedingt aufsteigen müssen um jeden Preis. Weil wir wissen ja, wie die Saison gestartet ist. Und natürlich hat jeder im Hinterkopf, da geht noch was. Und deshalb trainieren wir auch hart. Gibt es trotzdem so ein bisschen Sehnsucht als Hertaner, als Berliner nach der Bundesliga? Ja, natürlich. Mein Ziel ist auf jeden Fall nochmal mit Hertha Bundesliga zu spielen. Wie sehen denn die Ziele im Sommer aus, auch mit Stichwort DM nochmal? Kannst du dir darüber schon Gedanken machen so ein bisschen oder ist das noch zu weit weg, um dich damit zu beschäftigen? Ja, also mein Ziel war es auf jeden Fall oder ist auch immer noch, bei der Europameisterschaft für Ungarn dabei zu sein. Da werde ich jetzt auch alles geben in der Rückrunde, viel arbeiten und am Ende kann man sich mit positiven Leistungen, mit guten Leistungen empfehlen. Aber das läuft auch wirklich, also du bist noch nicht sicher, da gab es noch keine Absprachen. Jetzt. Ich war jetzt 3,5 Monate raus gewesen. Ich muss auch jetzt erstmal, ich weiß, dass der Trainer auch nur Spieler einlädt, die spielen. Und da muss ich auch erstmal wieder hinkommen. Gibt es da einen Stand aktuell mit der Kommunikation, mit dem Verband, mit dem Trainer? Aktuell nicht, nee. Du hast vorhin Welpenschutz angesprochen. Wie sieht es jetzt kurzfristig aus für die beiden Testspiele? Darfst du schon mitmachen oder sagt der Trainer, nee, da sind wir noch vorsichtig? Ja, das wurde noch gar nicht kommuniziert, aber eventuell 15, 20 Minuten, mal gucken. Du hast eine gewisse Entwicklung durchgemacht, du hast unter Paul ja auch schon bei Hertha gespielt, auch bei den Profis. Erlebst du ihn anders? Hat er sich in 3-4 Jahren verändert? Nee, gar nicht. Er ist eigentlich immer noch genau derselbe. Also er wirkt auf uns einfach auch sehr entspannt jetzt auch. Das halbe Jahr macht, glaube ich, viel mit Positivität, mit guter Energie. Ist das so richtig wiedergegeben oder wie fühlt es sich immer? Ja, er ist immer auch positiv, hat Lust, hat Bock auf den Verein. Und das sieht man auch, reißt alle mit. Jetzt entsteht natürlich hier wieder was. Du hast in dem vom Kollegen angesprochenen Interview auch gesagt, dass du dir vorstellen könntest, bis 30 noch zu Hause zu wohnen. Wie ist da der Stand? Ja, meine Mutter kocht sehr gut. Aber ich habe jetzt auch meine eigene Wohnung. Und da muss ich auch leider raus von zu Hause. Wenn man mit zwei Brüdern zusammenspielt, macht man da auch privat automatisch mehr oder eher weniger aktuell? Jetzt zu dritt in Berlin. Ihr seht euch auf der Arbeit. Ja, also wenn ich im Spielbetrieb bin, bin ich eigentlich immer sehr müde. Da mache ich kaum was. Aber jetzt
dann wegen meiner Verletzung war ich ab und zu mal bei den Eisbären gewesen. Das war cool gewesen. Aber wie gesagt, wenn ich im Spielbetrieb bin, im Trainingsbetrieb, dann ruhe ich mich nach dem Training meistens nur aus zu Hause. Alles klar. Super, danke dir. Vielen Dank. Dankeschön.